Erwartungen eines Künstlers. Lassen Sie ihn durch, er ist Künstler, er macht was mit Medien, was willst du? Alle wollen das Gleiche, aber eigentlich nichts, weil keiner weiß, was er wirklich will. Alle rennen herum auf irgendwas wie Leichen, dein Herz schwimmt in unerklärlich großen Bereichen. Jugendliche spazieren auf Gleisen, doch alle verstellen die Weichen. Vorschriften der Hypermobilität sind so starr wie gefrorene Musik. Alle wollen, alles wollen nichts. Sie schreiben vor, auf und nach, doch was kommt danach? Keiner weiß es und jeder will es wissen. Schreiben den anderen vor und machen selbst nichts, machen anderen ein schlechtes Gewissen. Und mit jedem Bissen ist ein bisschen mehr Salzwasser aufs Kissen geflossen und das Auge hat den Schmerz genossen. Manchmal wünsche ich, das Wissen vollkommen wissentlich zu erdrosseln. Wenn auf der Brücke zu viel Druck ist, dann bricht's, mit hinunterspringen wird's dann nichts, denn du siehst dich schon unten zersprungen in Abermillionen Teile. Doch du bist eins in den Himmeln der Hölle, du bist nichts, sondern wir sind alle und jeder glaubt, er falle. Weil das unausgesprochene Versprechen des Lebens gebrochen ist. Der Boden wird dir weggerissen mit einer Brutalität, die jeder von uns glaubt zu kennen. Aber kannst du es benennen? Nein. Du denkst, dein Leben ist beschissen, dann kommt wer, dem es noch schlechter geht. Oh je, Sinnkrise, miese Miene zum verdammten Spiel. Jeder will, was er nicht kriegt. Doch was bekommen wir? Der Säufer will ein Bier, ich starre auf leeres Papier, ich will Inspiration. Doch alle sagen, das hast du ja schon, aber nein, woher denn? Ich sitze am Badezimmerboden und flenn, ja daher kommt meine Inspiration. Kennt man das nicht schon? Die ganzen guten Künstlerinnen und Künstler haben ja alle was an der Waffel. Ach wirklich, und wieso um die dann das große Geraffel, wenn ja eh alle krank sind? Du gibst weise Worte von dir wie, das Leben ist eine Staffel. Wir müssen alle unser Bestes geben, um zu gewinnen, und kaust an deiner Falafel. Du fühlst dich gut und klug und voll, mit unpassendem Mut versuchst du mir dein perfektes Leben sowie ungefragte Ratschläge vors Gesicht zu legen. Ja, die geben alle ihr Bestes, drum ist es klar, dass denen nicht schlecht ist, nicht schlecht von zu viel Wein, weil du dir daheim selbst auf die Nerven gehst und denkst, dass du ein Leben mit dir selbst nicht überlebst. Du gibst und gehst einen unerklärlichen Weg, so wie alle anderen. Und nein, du bist nicht die einzige Person, die das Gefühl hat zu fallen. Du bist nichts Besonderes, nur weil deine Stimmung auch oft schlecht ist und fast in jeder ist Pessimist. Du bist besonders durch dich. Scheiß doch einfach drauf, was die anderen denken. Sie kennen nur sich und versuchen trotzdem andere zu lenken, anstatt dich mit Verständnis und Aufgeschlossenheit zu beschenken. Hör auf, dich zu verrenken, du bist keine Ballerina und ignoriere die Menschen, die im Club laut schreien, oh, schau mal, wie geil, Balladida. Wie viele Lieder gibt es über Suizid und welches Lied gibt es, das es nicht mehr gibt? Wohin haben die Künstler geglaubt, sie fliehen, war es das, was sie lieben? Die süße Musik der Gedanken an liebevollen Vorstellungen von Suizid? Wenn sie high sind, dann glauben sie, sie fliegen, doch auf dem Boden angekommen ist der Schmerz benommen zu ihnen zurückgekommen. Vor kurzem, da habe ich mal wieder seit unvorstellbar langer Zeit eine nächtliche Schreibattacke gehabt und habe mich echt bemüht, dass ich es nicht verkack. Denn einen Text ohne Emotionen zu schreiben, fühlt sich an wie Verrat. Hallo, ich bin die Barbara und ich komme aus Oberösterreich und ja, ich mache Poetry Slam schon länger und so seit 3 Jahren oder so und war halt auch schon auf mehrere Slams und auch schon mal auf einer Meisterschaft und finde es richtig cool, dass die AKS auf jeden Fall auch einen Femslam veranstaltet und es freut mich voll, dass ich dabei sein darf, auch wenn es halt nur so digital ist. Und ja, in meinem Text geht es halt einfach so generell so ein bisschen einfach so um Erwartungen und halt eh einfach, was das für einen Druck auslöst oft und ja. Und es sind halt einfach so Sachen, die mich halt auch so als kunstschaffende Person beschäftigen, so. Genau. Und ja, ich wünsche euch alle nur einen richtig schönen Tag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das alles seht und ja, und dass ihr gut durch diese besondere Zeit, die wir gerade haben, durchkämmt und bleibt gesund.